Wenn nach der Arbeit viel Real Life ist, gibt's trotzdem zum Ausgleich noch ein wenig Diablo 4. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und wir spielen weiter in der Story. Ich habe irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Freuen wir uns. Und es gibt noch ein paar Quests zu tun. Ein paar Nebenquests hier, aber auch eine Mainquest. Ich nehme jetzt zuerst die an, bevor ich diese Nebenquests da annehme, weil... Weil! Dass wir auch mal weiterkommen. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Nötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Hallo Traum, schön, dass du reinschaust. Hallo. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Okay. Als Kind war sie krank, von ständigen Anfällen geplagt. Aber Inarius hat sie geheilt. Als ich sie traf, war ich ein Sünder. Aber ihr Glaube zeigte mir, was ich sein könnte. Niemand ist besser dazu geeignet, uns zu führen. Was ist Korvalar? Eine unserer Verteidigungen gegen die großen Übel. Wir bekämpfen Terror mit Glauben, Hass mit Mitgefühl. Wir haben die mächtigen Türme von Korvalar gebaut, um der Zerstörung standzuhalten. Er erhielt eine Prophezeiung. Licht durchdringt das Herz des Hasses. Er wusste, was das bedeutete. Es würde sein Schicksal sein, Lilith zu töten. Und wenn er das tut, wird er erlöst und erneut in die Himmel aufsteigen. Mhm. Okay. Also wir sollen jetzt nach Korvalar darüber. Also wir sollen noch gar nicht da hoch. Nehmen trotzdem auch die Nebenquests ab. An. Keine Augen, um euch an mir vorbeilaufen zu hören. Ich habe nur einen Apfel gestohlen. Der Vater will doch nicht, dass ich hungern muss, oder? Ihr da! Ja, ihr! Kommt, nicht so schüchtern! Ich brauche eure Hilfe! Diese verdammte Fanatikerin Thea hat meine Augen gestohlen. Sie trägt sie um ihren Hals. Und welch schreckliches Leiden ich gesehen habe. Bitte, nicht mehr davon. So viel Blut. Ich kann nicht. Ihr müsst mir glauben. Ich sehe immer noch durch sie. Thea und ihre Anhänger sind in Ostrava erstarkt. Bitte, bringt mir meine Augen zurück. Okay, also Stützpunkte freischalten. Thea? Okay. Vor einigen Jahren war sie ja niemand. Dann verschwand sie einige Zeit. Kam mit Freunden zurück, die immer über das Ende aller Tage redeten. Sie ist eine Lügnerin. Aber sie ist auch gerissen. Immerhin hat sie meine Augen gestohlen. Thea hat sie gestohlen. Hat sie auf eine Halskette gefädelt, die sie immer und überall mit sich trägt.
Sie lässt mich zusehen. Ich frage mich, ob mein Leid ihr hilft. Oh ja, ich kann durch diese Augen sehen, so wie ihr mich jetzt sehen könnt. Aber was ich sehe, ist schmerzhaft. So viel Schmerz, so viel Tod. Ich will meine verdammten Augen zurück. Okay. Wo ist denn dieser Stützpunkt? Der ist da. Welche Stufe hat der? 29, da sind wir also noch zu schwach. Da unten haben wir auf jeden Fall was, das wir noch machen müssen. Ich habe übrigens eine interaktive Map mal gefunden. Von den Lilith-Statuen. Das sind ja verdammt viele. Ich bin schon an einigen vorbei. Hier sind, glaube ich, 3 oder so. Oder 4 sogar. Oder war hier müssen ja auch welche sein. Oder waren die hier? Und die sollte ich natürlich zeitnah mitnehmen, weil die bringen mir halt Boni. Und zwar das ganze Spiel über. Also wäre es dämlich, die auszulassen, aber... Naja. Wir folgen einfach, glaube ich, unendlich, ne? Ja. Die hätte ich fast übersehen, die Lilith-Statue. Gehen wir da mal rein. Aber wieder Level up, sehr schön. Der muss hier eigentlich auch einmal rein, ne? Wer war das denn? Da gibt's doch irgendwas drin, ne? Yeah.
Level up. Euch hätte ich das nicht geschafft. Muss ich da mit wem agieren? Folgt dem astralen Ruf. Oder hinten? Bitte vergebt das mentale Eindringen. Ich kann nur anderen Magiern trauen. Ich habe zu lange und zu weit nach den versteckten Archiven gesucht, um am Eingang aufzugeben. Ich suche nach einem Buch, das als vergessener Kodex bekannt ist und sich in den Archiven befinden soll. Der Legende nach handelt es sich beim vergessenen Kodex um ein Handbuch für Verzauberungstechniken, die vom Magier-Clan von Inniet entwickelt wurden. Manche sagen, dass Soltun Kull persönlich einer der Autoren war. Leider wimmelt es an dem Ort vor Dämonen, die ich nicht bewältigen kann. Wenn ihr den Kodex bergt, kann ich euch seine Magie lehren. Das wäre doch ein ausgezeichnetes Resultat für uns beide, nicht wahr? Ich werde tun, was ich kann. Rein, ne? Na, ich dachte mir schon. Alles noch Nebenquests, aber die nehmen wir natürlich mit. Wobei, das sind, glaube ich, Klassenquests. Ach, was weiß ich. Ah ja, ich darf noch skillen. Genau, wir waren ja hier. Was gibt's denn hier hinten noch? Was ist da unten als nächstes?
Tage sind leicht aktuell, ja. Aber ich will hier mit der Story schnell durchkommen, deswegen belasse ich es dabei. Ich könnte es natürlich schwieriger und knackiger gestalten, aber... Das war der erste. Und zwei dämonischen Frontsoldaten, die ich erlegen soll. Haben wir schon irgendwas, was irgendwie besser sein könnte? Wurst vielleicht, ja, weniger Intelligenz. Das ist geil. Zwei Mana beim Töten eines Gegners. Das ist natürlich ziemlich nice. Das behält mich gerade am Leben, aber das sind halt nur 50 und das sind halt 54. Aber nochmal mehr Schaden pro Sekunde. Nee, da müssen wir auf den Schaden gehen. Die zwei Mana sind ziemlich imbar. Ja. Aber egal.
da muss was draufgestellt werden. Ja, ja, ja. Ja! Ja! Nicht verkehrt. Dass wir das mal voll machen. Yeah.
war es jetzt bald. Also ich denke, wenn wir die nächste Kiste haben, dann kriegen wir den Boss in der Mitte. Wahrscheinlich hier, ja. So, will noch einer was? Maul? Nein. Okay, Angriff. Finde ich ehrlich gesagt sogar ganz witzig. Also ich finde es sogar ganz witzig, normalerweise haben wir immer irgendwas einsammeln müssen und dann ging ein Tor auf und dann sind wir jetzt immer so ein schräges Eck gegangen und dann war im Eck der Endboss. So, hier war es jetzt mal was anderes. Ganz nett. Jetzt willst du hier ins Eck? Ja, müssen wir. Falls uns nicht verrät. Also mal sehen. Ja, ja, es besteht kein Zweifel. Das ist der vergessene Kodex. Ja. Endlich. Ich halte mein Versprechen. Ihr werdet die magischen Geheimnisse dieses Buches erlernen. Wir werden zusammenarbeiten. Kommt, ich habe dieses Ritual vorbereitet. Oh, wie wird dieser Keller wohl aussehen? Ich habe da so eine Vermutung. Gut, lasst mich diese Beschwörungsformeln richtig. Die vier Fässer. Wärt ihr so nett, die Elementarfeuer zu entfachen? Funken des Feuers, erhöret uns. Gipfel der Erde, erhöret uns. Böen des Windes, erhöret uns. Fluten des Wassers. Erhöret uns! Einige dieser Seiten wurden wohl beschädigt, aber ganz gleich, ich kann die Bedeutung aus dem Kontext erschließen. Seid ihr sicher, dass das klug wäre? Ich lasse nicht zu, dass Vorsicht mich von den Geheimnissen dieses Buches abhält. Ich bin zu weit gekommen. Oh, große Kräfte der Elementargewalten, Hüter der verborgenen Tore, ich errufe euch im Namen der göttlichen und infernalen Mächte, auf dass ihr uns erhört und gehorcht. Das sollte ausreichen. Man braucht eine harte Hand bei diesen Geistern. Oh, etwas stimmt nicht. Nein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin mir sicher, dass meine Interpolationen korrekt waren. Oder zumindest dem Geist des Originals entsprachen. All die verschwendete Mühe.
Vielleicht war meine Übersetzung des Buches falsch. Ich kehre nach Kurast zurück, um meine Notizen erneut durchzugehen. Ich denke, es wäre am besten, euch dieses Buch zu überlassen. Seht es als Dank für eure Hilfe. Hat mehr Int, aber die sind da, das ist halt geiler. Mehr Int, 9 Leben pro Sekunde, was ist das? Das ist Beine, oder was? So, dann haben wir hier unten eigentlich alles gemacht. Ja, ich wollte jetzt noch mal kurz, wenn ich hier unten jetzt halt bin, nach diesen Lilith-Statuen schauen, weil ich will hier nicht noch mal hin, das ist halt das Problem, ne? Lilith-Statuen. Map oder so. Mal gucken, Map aller Statuen und Belohnungen. Ja, wie soll ich denn eine interaktive Map am Handy mir angucken? Ich gehe ja gar nicht durch. Keine Ahnung. Okay. Okay, also. Die haben wir und die haben wir. Hier oben ist wohl noch eine. Wie stark ist das Gebiet? Ja, sag mal, was haben wir jetzt einmal gemacht? Das hat mir gereicht. Hier wird sich Gold fallen. Habe ich irgendwas eingesammelt, was sie mehr Gold fallen lässt? Gar nicht. Ja. Ich bin hier. Genau, wenn wir jetzt nochmal gucken, die da haben wir auch. Muss hier einen übersehen haben. Da, ja. Krasser Scheiß. Gut, aber gibt's in dem Gebiet überhaupt was? Wo ich jetzt gerade bin.
Nur eine und dafür sind wir noch zu low. Gut, dann porten wir uns da hin und gehen da hoch. Ja, vielleicht später abreiten oder so geht dann auch, aber naja. Bleibt dabei, ich verstehe immer noch nicht, wie man dieses Dreckscafé wieder aufgebaut hat, nachdem da eigentlich alle gestorben sind. Die war ja unübersehbar. Das ist falsch. Also ja, geht auch, aber... Genau, und die... Leute! Das ist ein Schatzgoblin. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist er hin? Voll abgehauen. Ich dachte, was macht denn da so Lärm? Und hab den gesucht und da war da oben ein Schatzkoffer. Ne, der ist nach unten gerannt. Nein! Verdammt. Ah. Der zweite, den ich sehe. Shit. Wo ist denn jetzt die Statue? Eigentlich da oben, ne? Oder da unten? Oder hier irgendwo oder so. Da! Jetzt da in die Höhle? Ja. Sagen, ich höre da hin. Ja.
Da unten, ich sehe es schon. Zeit für die Vorbereitung. Intelligenz für alle Charaktere wurde erhöht, bla bla. Ja, das summiert sich halt schnell, ne? Ich eine Markierung setzen? Ja. Kann ich das? Jetzt noch eine. Ich bin noch nicht bereit. Ist es Geschicklichkeit, ist es Intelligenz oder so? Es summiert sich halt, ne? Gut, da waren wir schon. Das ist dieser Pass da oben. Da waren wir eigentlich auch schon. Aber da haben wir keine Statue gefunden. Weil ich nicht diesen Weg entlang gegangen bin. Da, wenn man das hier unten macht, freischalten, dann haben wir mal ein neues Gebiet für Quests hier, das verstehe ich. Ah. Okay, es ist immer Töte 666 von irgendwas. Töte 666 Spinnen, Töte 666. Ja, den Gag verstehe ich. Okay. Ich glaube, Twitch hat wieder irgendwas in der Werbung umgestellt, ohne dass ich was umgestellt habe. Das gefällt mir gar nicht. Ich dachte, ich muss viel mal gucken. Okay. Gut. Haben wir hier nicht noch... Da gibt's eine neue Quest. Haben wir sonst alle abgeschlossen? Abgesehen von der, weil wenn sonst da der Level noch fehlt. Hm.
So, wie sieht's denn mit Lilith-Statuen da unten aus? So. Die haben wir und die haben wir. Und dann ist aber noch eine da drin. Nee, stimmt nicht. Die ist da drin. Liegt noch eine andere auf dem Weg? Erstmal nicht. Und dann haben wir ja noch ein Portal gehabt, aber Portale sind da nicht drauf. Ne? Verstehe. Meine Nachbarn haben sich schon früher gestritten, aber die Flüche letzte Nacht. Sollte ich sie dem Priester melden? Hm. Ihr kennt sie schon viele Jahre, Milana. Sprecht erst mit ihnen. Sie sehen alle gleich aus. Ich bringe sie raus, vergrabe sie, komme zurück und... Und? Ah ja, egal. Ach, der erzählt weiter. Haben wir sonst alle Sidequests schon weggemacht? Den da und die da oben, ja, ja. Gut, war nicht gerade irgendwo noch eine Sidequest? Den hab da oben jetzt noch einer, ne? Hm. Gibt's da irgendwas, was ich holen muss? Nur Barbar. Also nicht unbedingt. Auf jeden Fall gleich wieder Level Up, wenn es so weitergeht. Dankbarkeit. Danke. Alter. So, dann geht's quasi hier hin und dann haben wir da drüben noch zwei, beziehungsweise sogar drei. Bei Cyberpunk 2077 habe ich immer versucht, eine Schnellreisen zu nutzen, weil es auch ein wenig die Atmosphäre birgt, dieses Spiel zu genießen in seiner vollen Glänze und Fülle. Hier nehme ich dann doch das Porten und Schnellreisen, weil sonst wirst du nicht mehr fertig. Ist aber was anderes, wenn du in der belebten PvE-Stadt dich bewegst, als durch Gebiete läufst, die halt voller Monster sind, ne? Müssen wir mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall, haben wir da oben eine, hier.
Wir haben hier unten irgendwo eine. Da hinten drin oder so. Und mal gucken, und da oben ist noch eine. Solange ich in der Stadt bin. Ah, diese Blase bringt mich noch um. Ich brauche neue Stiefel. Kauft ihr welche? Intelligenz erhöht, ja, das lohnt sich dann wieder. So, dann haben wir das und dann ist noch eine Statue. Ist sie da drin? Da ist ein Gang, wo keiner sein sollte. Das habe ich noch nicht erkundet. Ja, irgendwie da drin oder so. Ist der Level up? Wie wär's mit, du hast mich gerettet, hier. Nichts. Level up. Eine Kiste. Ja, was gehen wir jetzt? Sind wir schon ganz unten angekommen? Nee, noch nicht. Fügt Gegnern jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu.
Also laut interaktiver Map soll hier was sein. Ach nee, ich bin schon. Ich hätte näher ranzoomen müssen. Falsch gelaufen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Da. So, und die dritte im Bunde? Jetzt da. Dann haben wir sie erstmal alle. Nicht mehr tragen. So, okay. Jetzt sind wir genau da zwischen Kyoshat und da sind jetzt auch noch einige. Moment, wo ist Kyoshat? Da. Oh Gott, die haben da noch gar keine. Also wenn wir jetzt die hier haben, dann wäre die nächste da. Direkt ums Eck. Schutzpunkt in der Nähe, okay. Der Wind ist zu schneidend geworden, selbst für diese Gegend. Die ist da drin. Hab sie gerade gesehen. Oder? Ich dachte, ich kann die schnell holen. Also ja, die ist hier an dem Eingang und ich muss den Sturm klären, da komme ich da wahrscheinlich auch rein. Das Problem ist, ich muss hier jetzt erstmal weg. Ich muss eigentlich verkaufen oder möchte verkaufen. War, ich dachte, es liegt halt gerade auf dem Weg. Jetzt haben wir halt wirklich noch zwei Stück, die direkt nebeneinander liegen oder relativ nebeneinander. Das ist einmal... da drin.
Und einmal hier oben ums Eck. Die scheinen auf jeden Fall in diesem Gebiet nicht mitzuleveln, im Sinne von, also das hier oben ist wohl eine Festung, genau, und das ist auch eine Festung. Und bei jeder der Festung, ah, die ist auf 32 hoch. Okay, die levelt also doch mit. Und die jetzt auch, okay. Ach, da oben. Okay, das heißt, wir haben jetzt da noch die zwei gemacht. Und dann wäre da oben noch ein. Boah, ja, über dem. Da drin. Und die da oben haben wir wieder. Und dann hätten wir wirklich in den Gebieten, wo wir bisher unterwegs waren. Ja, die da oben haben wir auch schon. Ziemlich alle erstmal. Ja, dann geht's in den neuen Gebieten weiter, okay. Das ist halt die Frage, ja? Was wir dann als nächstes machen? Sidequest oder Mainquest? Eigentlich Mainquest, aber die Sidequest bringt halt auch Erfahrung. Ich würde gerne die, das hier schon hier freischalten. Dieses Dorf halt freikämpfen. Ich meine, zwei Level drüber, wie schwer kann's werden? Ja. Okay, wir holen mal, warte mal, habe ich das jetzt markiert oder nicht? Habe ich markiert, gut. Wir holen das, dann porten wir zurück, verkaufen und dann gehen wir mal da runter und gucken mal, was da abgeht. Sind wir ja gepusht mit Palilith-Statuen, also. Ich bin noch nicht bereit. Gut, dann porten wir jetzt. Zack. Dann verkaufen wir jetzt. Ah, komm, auch weg damit.
Level auf M, nicht auf N. Ah, wir können die Zeiger noch upgraden, sehe ich gerade. Die interaktive Map brauchen wir erstmal nicht mehr. Nur gemütlich dahin rennen, noch schnell eine Nachricht beantworten. Man hat mir Instagram mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. So. Zeit für die Vorbereitung. So, dann runter da oder rüber da, was? Da geht's, komm. Meteor auch mal aufbessern, by the way. Noch nicht da, es ist so weit weg. Aber ist ein Stück. Ja, ich will interagieren, ich klicke. Ach komm schon, warum darf ich da jetzt nicht rein? Warum nicht? Lassen rumlaufen oder was? Mir leid. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung.
Das ging jetzt auf, das haben das dann wohl verbuggt. Eine Lilith-Statue. Jetzt geht die Tür auf. Am Arsch. Eine Fresse, aber.
Meine Fresse, haben wir es jetzt. Ne, eins noch. Doch wieder hoch, ja. Jetzt geht's ja aber ab. Ich habe keinen Mana mehr. Eure Untaten haben ein Ende. Aktiviert den Schrein des Wanderers. Wegpunkt freigeschaltet, okay. Was meine Mutter getan hat, war falsch. Aber ihr habt mir eine Chance gegeben zu entkommen. Danke. Da wird gefegt, hier ist eine Katakombe. Da müssen wir auch rein, oder was? Für eine Quest, das sieht fast so aus. Aber wir holen auf jeden Fall mal den Wegpunkt. Ach. Nehmen die Halskette an euch. Ah ja, und da müssen wir eh rein. Gut, dann machen wir das noch. Holen erst den Wegpunkt. Hat auch was, so befreite Dörfer, also so Dörfer zu befreien. Haben wir automatisch freigeschaltet schon? Okay. Haben wir hier 26, das ist doch wesentlich mehr, oder? 37, oder? Rap. Mehr Int, maximales Leben, mehr Damage auch. Okay, das ist nicht super Rüstung, aber. Nee. Noch nicht viel besser. Komm, alte Diablo 1 Vibes auf, wo man in der Kirche auch immer tiefer geht. Ja, ein bisschen Tee.
Weiß nicht, wie tief das hier ist, aber so wie ich es kenne, wahrscheinlich wie so viele Stunden, 20 Minuten. Ah, die haben wir hier jetzt. Ah ja, wir haben Level abgehabt, genau. Weil jetzt noch ein Zimmer da unten. Weil wir weg und 20% mehr Schaden, sondern wir schaffen für jede einzigartige Quelle, die. Dass der ihr den Gegner verbrannt hat. Okay. Ach, wir können nur eins hier picken. Ah. Okay, was ist das? Eure Trefferchance mit Feuer erhöht sich gegen Gegner mit mehr als 10% Leben von der Checklist. Wenn ihr einen kritischen Treffer, einen Gegner tötet oder einen Boss trefft, werden 3 Sekunden lang Boni gegen alle Gegner gewährt. Weiß nicht, ich glaube, das ist geiler. Jetzt kann man sich halt überlegen, wie realistisch ist es, dass unter dieser Kirche durch so einen kleinen Eingang so riesige Katakomben sind. Andererseits, wir sind ja in einer Fantasy-Welt unterwegs, also von daher, warum auch nicht. Hier ist auch jeder Keller gleich, ja. Bittet alle Gegner. Die wir einsammeln sollten, wir erinnern uns. Wie das Innere des Heiligtums. Wir haben auch schon die Augen mit den Halsketten. Die Halsketten mit den Augen.
löse hier gerade Fallen aus. Bin hier gelandet. Okay. Ich vergleich's gerade so das Spiel schon seit längerem, seitdem ich es hier spiele. Nicht nur heute, sondern auch die Sessions vorne dran. Immer so ein bisschen mit Diablo 3. Und bin immer am überlegen, ob ich mit Diablo 3 nicht mehr Spaß hätte, wenn ich das jetzt spielen würde. Weil ich das Gefühl habe, die Gebiete und die Zonen wirken in sich stimmiger bisher. Das wird aber auch zu einem großen Teil verklärte Nostalgie sein. Das heißt, wenn man ein Spiel in guter Erinnerung hat, dann, ja, was habe ich alte Spiele noch in Erinnerung, die ich früher gezockt habe, wo ich denke, boah, waren die toll. Und wenn du sie so heute anguckst, oh ja, die sind schlecht gealtert, weil, naja, weil es halt einfach alte Spiele sind. Und ich denke, ich sehe jetzt hier Diablo 4 und denke, oh, so sah Diablo 3 doch auch aus, nur so, nur eher mit ein bisschen bunterer Comic-Grafik. Naja, Comic-Grafik ist übertrieben, aber so ein bisschen comicartiger, älterer Grafik. Aber so ist es ja natürlich nicht. Das war's. Oder wie? Der sagt zwar abgeschlossen, aber ich kann noch weitergehen. Ich gehe jetzt einmal im Kreis. Ich meine, wir müssen ja töten, wenn wir hier was erreichen wollen. Also leveln wollen vor allem. Ich glaube, hier kommt einfach nichts mehr. Außer noch so ein paar Standard-Mobs halt, ne? Ja, wahrscheinlich fliege ich jetzt hier zusammen, aber dann ist das so. Dann gucken wir uns das jetzt noch an.
Okay. Kritische Treffer, wenn ihr einen Gegner einfriert. Ja, schade. Ich bin ja keiner, der auf Eis geht gerade. Weniger Rüstung. Die sind schon nett, aber ich mache ja leider Feuermage. Kein Eis. Vor allem, warum sind da immer noch extra welche eingesperrt? Ist noch was. Ha. War die nicht viel, aber. Gereicht für Level Up. Das war noch sehr viel. Das hat sich also doch noch gelohnt. 66 Leben, 65 maximal. Oh, komm. Ein bisschen mehr Damage. Was haben wir noch? Handschuhe, Intelligenz. Plus 1 auf Feuerball. Nur Zauberer. Ja, ich nutze leider keine Feuerbälle. Aber mehr Rüstung und mehr End oder so. Was ist das? Kopfschutz. Mehr Rüstung, mehr Leben. 11 Leben pro Sekunde, 29. Ich weiß nicht mehr. Geil ist halt die 8 plus. Nee, plus hier. Erhöhte Ausweichchance. Gut, aber 20 maximales Leben, 11 Leben pro Sekunde. Nee, das müssen wir jetzt mal wechseln. Dungeon. Traum ist noch da, schön. Wo meine Reise noch begleitet durch die finsteren Lande.
Gut, aber also wo gebe ich die denn jetzt ab? Also Blick in den Wahnsinn ist da. Ah ja, das ist das. Das sind die Augen, genau. Aber eigentlich habe ich doch das hier. Ich meine, klar, die müssen das jetzt noch aufbauen und so. Das sagt ja keiner. Aber es wurde ja angekündigt, dass wenn ich das hier freischalte, ich hier auch ein neues Quest-Hub habe. Einen Punkt müssen wir noch ausgeben. Ah ja, dann gehen wir noch dahin. Nächstes Mal können wir dann hier einverteilen. Und hier ist jetzt aber keiner, der mir eine Quest anbietet. Vielleicht kommt das später noch. Aber ich dachte, jetzt hier, ich habe jetzt das neue Questgebiet hier jetzt freigeschaltet. Ich meine, hier gab es ja auch ein paar Händler und so. Aber mit welcher Begründung sollte ich hier jetzt Handel treiben? Außer, dass ich... Ja, ich kann was verkaufen, okay. Das macht dann wieder Sinn, aber... Oder gibt es denn, aber... Aber wir packen mal die da rein. Waffen des Lichts, seid gesegnet. Noch etwas? Aber im Prinzip, vielleicht kommt das später hinaus noch, weil ich habe ja jetzt ein Dorf, das mir erstmal nichts bringt. Außer, dass ich mich hinporten kann. Und dieses Gebiet ist ziemlich questlos. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht, wenn ich hier oben war, dass es dann hier noch irgendwie weitergeht. Weiß noch nicht. Na, wir porten uns mal zurück. Geben die Quest noch ab. Und hey, wenn ich das noch sehe, oh, wie erbärmlich ich aussehe. Gib mir nur meine Augen zurück, ja? Kann ich sie einfach wieder in die Höhlen stecken? Einfach. Ah, ah, dieser Schmerz! Die Höhlen brennen! Ah, oh Gott! Ah. Oh Gott! Ah, ah. Die Frage ist, wie hat er sie sich jetzt in die Augen gesteckt? Wenn er doch mit seinen Händen am Pranger war. Was ist hier los? Wollt ihr mich veralbern? Ich hab sie mir nicht in die Augen gesteckt. Er hat es. Er hat es ja gesagt. Das, ja. Weiß halt nicht, warum. Also man kann doch auch so Quests mit ein bisschen Logik gestalten. Vielleicht zu viel verlangt bei Blizzard? Logik und so? Aber gut. Aber gut. Da war noch eine Nebenquest. Nehmen wir uns jetzt. Steht auf! Wir müssen sie aufhalten, bevor noch mehr zu Schaden kommen. Ihr eine Wahnsinnige mit einer Axt! Sie hat meine Ritter massakriert, als wären sie wehrlose Kinder. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, als geschehe es gegen ihren Willen. Die Axt schien sich von dem Blut zu nähren. Jemand muss ihr diese verfluchte Axt abnehmen. Die Stadtmiliz hat keine Chance. Sie waren zugleich Beschützer und auch Beobachter, denen ich meine Arbeit anvertraute. Unterschätzt sie nicht. Kriegen wir hin. Erstmal der gleiche Keller, wahrscheinlich wie eh und je. Das kennen wir ja schon. Ihr! Alle nur nicht ihr! Bleibt zurück! Jetzt labt sie sich an Menschenfleisch.
Alena? Beim Licht, wie konnte es dazu kommen? Ich brauche eure Hilfe. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen den Dämon aus der Klinge vertreiben. Erst dann kann sie zerstört werden. Wir treffen uns in den Felsen des üblen Windes. Mein Studierzimmer dort steht auf heiligem Boden. Es gibt keinen sichereren Ort, um die Beschwörung durchzuführen. Ob es so ein Dämonenbeschwören immer so eine feine Sache ist, aber... Die Holzfäller-Axt. Natürlich wusste ich, dass sie gefährlich ist, aber von einem Scheusal besessen? Das hätte ich nie gedacht. Über ein solch blasphemisches Artefakt gibt es wenig Wissen. Ich muss mein Arbeitszimmer aufsuchen, um meine Gedanken zu sammeln. Ich bin Perrin, Meister des Verbotenen, offizieller Schriftgelehrter der Kirche. Meine Aufgabe besteht darin, den großen Feind in all seinen Formen zu studieren. Magdalena war jahrelang bei mir beschäftigt. Es schmerzt mich zutiefst zu wissen, was passiert ist. Wenn ein solches Artefakt in Neves gefunden wurde, sorge ich dafür, dass die Stadt niedergebrannt und die Erde gesalzen wird. Wer weiß, welch garstigen Dinge sonst noch aus dieser Stadt entfleucht sind. Da oben ist das Studierzimmer. Ist da noch eine Statue auf dem Weg? Wenn wir schon gerade hier sind, ne? Hier haben wir... Jein. Lass mich gerade mal gucken. Na doch, da... Da wäre noch eine. Da ist eigentlich auch eine, wo man es zuerst die... Hier drüben muss auch irgendwo noch eine sein. Da. Okay. Wenn wir schon hier sind, ne? Kann auch am Tag ganz hübsch sein, das Spiel. Versuchen sie schon so hinzustellen, dass sie ein bisschen versteckt steht. Ich verstehe das schon. Will ja ein bisschen herausfordernder sein. Na, ich dachte zumindest, dass es ein Stützpunkt ist. Ich habe auf der interaktiven Map schon gesehen, was hier ist. Keine Überlebenden. Dieser Ort wurde überrannt. Hier sollte hier irgendwo sein.
schützen die Größe. Ich weiß nicht, ob hier ständig neue spawnen, aber zu Hause, aber es dauert ja ewig. Also der neue gespawnt, okay. Aber halt trotzdem ewig. Thank you.
Also die Frage ist, ob der Balken überhaupt was tut hier. Wir sind jetzt bei dem E und von tötet. Ewig. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Ah, jetzt sind wieder ein Haufen neue gespawnt. Trotzdem passiert da irgendwie gefühlt nichts. Verderbnis führt unter die Kathedrale. Dort muss die Quelle sein. Also okay, aber ist, das geht ja kaum voran. Das ist ja richtig langweilig. Also es dauert ja ewig. Für die Vorbereitung. Ja, ich kann die ganze Zeit im Kreis rennen, aber das ist ja auch öde.
Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Hauen die Penner wieder ab. Ich verstehe es. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Das Licht. Diese Ritter nicht vor den Vampiren beschützt. Okay, ich hätte einfach nur logisch denken müssen. Und ich habe mich von dem ganzen Geraffel hier leuchten. Blenden. Den hatte ich ja sogar schon. Der andere hatte, glaube ich, auch zwei. Den zweiten habe ich gerade erst kaputt gemacht, bin in die andere Richtung weggelaufen. Ich glaube, da lag mein Problem. Richtig? Nee, der ist noch geschützt. Ja, aber da ist es. Jetzt müsste der da hinten angreifbar sein. Wow!
nicht bereit. Ah, der dreht sich darüber, den der Tod ist. Ja, war auch mal witzig, das so freizuschalten. Hab ich ein bisschen doof dran gestellt. Schrein des Wanderers. Gut, aber hier ist jetzt ja gar nichts, oder? Oh Gott. Also ich meine, hier habe ich jetzt zwar diesen Stützpunkt offiziell befreit. Haben wir den offiziell befreit? Ja, eigentlich schon. Naja. Aber es juckt hier keinen, irgendwie zurückzukehren, das Ding zu restaurieren. Sogar noch ein paar Gegner da. Jede Menge sogar. So, wir haben gesagt, wir gehen jetzt hier unten hin. Wir machen. Bei kritischen Nähe. Ja. Ja, ist auch schon cool. Trefferschaden mit Feuer erhöht sich um 50% mit Gegnern mehr als 25 Leben um 25%. Das ist schon nett. Das hier ist auch nett. Ah, komm, wir nehmen das. Ich verstehe halt jetzt den Sinn nicht. Ja, wenigstens noch ein Dorf gemacht, wo es vielleicht mal Quests geben könnte. Hier haben wir aber was freigekämpft, was jetzt dasteht. Na ja, gut. Dann machen wir die eine Nebenquest noch fertig. War hier nicht noch... Kurz auf die interaktive Map schielen. Doch, hier muss noch eins gewesen sein. Ja. Die da drüben haben wir. Okay. Ja, müssen wir schnell holen, sonst ärgere ich mich. Intelligenz erhöht. Ihr habt es geschafft. Ich hab mich gar nicht schlau gemacht. Was ist Max-Level? Level 100 oder so?
Also dafür, dass ich hätte ja noch höher stellen können, den Schwierigkeitsgrad, um mit mir schneller Erfahrung zu kriegen. Hey, ich bin an der Map am gucken, ihr Penner. Ja, ich meine, gut, die Gebiete leveln ja zum Teil auch mit. Ne? Weil ja unten hatten einen gewissen Max-Level, geht der dann auch höher. Ne, ich glaube, die hatten 44, 45 von Anfang an. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Also kann sein, dass die ab dann höher leveln, wenn ich den Level habe. So würde ich es vermuten. Ja, gute Nacht, Traum. Ja. Ich mache auch nicht mehr so lange, ich mache die Quest noch und dann ist genug für die Ablöcke heute. Hier in meinem Arbeitszimmer wurde mir erlaubt, das Okkulte zu erforschen. Wenn wir diesen Dämon aus der Axt vertreiben können, lässt sie sich vielleicht zerstören. Nehmt die Holzfäller-Axt vom Tisch. Legt die Axt in das Weihwasser. Der weiß, was der Dämon tut, sobald wir beginnen. Himmlischer Vater in Nahelos! Lass uns den Dämon in unserer Mitte auftreiben! Gewähre uns deine Gunst! What the? Das Feuerhallen zurück in den Schlund! Das ist ja nicht mal ein Holzfäller. Bitte, Vater aller Väter, schenke uns dein heiliges Licht! Was war's? Wir haben es geschafft. Die Axt ist zerstört. Ich weiß nicht, was aus den Seelen ihrer Opfer wurde. Wir können nur beten, dass sie das Licht gefunden haben. Gut. Dann wäre hier das nächste, was auch immer das ist. Ob auch ein Dorf ist, eine eingefrorene Siedlung. Keine Ahnung, was man hier dann machen kann. Das wäre dann so, was wir das nächste Mal machen können. Genauso wie geht es dann hier in der Story weiter. Ja, hier geht es auch in der Story weiter. Aber ich wollte jetzt nicht hier. Also, ich hätte ja, das hat mich sowieso gewundert, hier schon viel machen können. Und hier weiterspielen können. Aber habe ich dann entschlossen, erstmal hier unten die Story-Quests weiterzumachen. Wahrscheinlich müssen wir dann den Akt erst abschließen, wenn wir hier oben dann weitermachen wollen. Aber wir werden hier schon mal hingelotst. Oder es ist in der Season wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, offen, dass man alle Akte angehen kann, wie man Bock hat. Oder generell ist es in Diablo so. Ja, das kann auch sein. Ich habe mich da nicht ganz so schlau gemacht. Habe nur ein bisschen Beta gespielt gehabt, auf Stufe 20, und wollte dann das Spiel mir zum günstigen Preis antun, wenn es ein paar Kinderkrankheiten ausgemerzt hat. Und hier sind wir. Ja, Season 4. Von daher, ja, also ich denke, das nächste Mal gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Und dann hier oben. Ja, auch noch so zwei, drei kleine Gebiete. Und dann die Lilith-Statuen auf jeden Fall hier noch mitnehmen. Dass wir das hier Ganze abhaken. Und, ja, dann bin ich mal gespannt, wie es hier noch weitergeht. Es wird mich noch ein wenig beschäftigen. Ich werde es noch ein bisschen auspacken. Immer mal wieder abends. Wir spielen auch wieder andere Spiele. Aber das wollte ich jetzt einmal durchspielen und weiß nicht, wie viele Stunden es hat, ob es 50 Stunden sind oder 40 oder so. Aber alles macht vielleicht 60, 70. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Aber über 100 werden es wahrscheinlich nicht. Sobald ich ja, wenn mein Held dann mit der Story durch ist, den ja nicht irgendwie weiter maxen will oder so. Mag ja nur einmal die Story durchspielen. Und daher gucken wir mal, wie die Geschichte hier weitergeht. Die Geschichte für mich geht jetzt ins Bett, denn hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Und sei für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.